Nun wollen wir uns etwas näher mit der Grid-Ansicht befassen. Die Grid-Ansicht kann über ein Fokusfenster verfügen, welches mit gelbem Rahmen markiert ist. Dort hinein können wir Kameras aus unserer Gruppe oder aus der Kameraleiste ziehen. Sobald wir mit der Maus über das Fokusfenster fahren, werden weitere Multislider mit zusätzlichen Funktionen eingeblendet. Mit dem Plus-Slider können wir den Zoom steuern. Die Verwendung von Mobotics-Systemen erlaubt den Einsatz von zweierlei Zoom-Techniken. Einerseits den nachträglichen Zoom in das Bild, das die Kamera liefert, und andererseits Zoom in der Kamera selbst. Die erste Variante, auch Applikationszoom genannt, hat den Vorteil, dass jeder Benutzer sich seine eigene Kameraansicht einstellen kann, ohne sie für andere Beobachter zu verstellen. Der Vorteil der zweiten Variante, der direkte Kamerazoom, ist, dass die Kamera das Bild vorverarbeitet und zur Schonung der Bandbreite nur den relevanten Bildausschnitt überträgt. Ziehen wir den Plus-Slider nach rechts, erhöht sich die Zoom-Stufe als Applikationszoom. Das heißt, wir zoomen mit unserem Programm in das Bild rein, das von der Kamera kommt. Den gleichen Effekt erhalten wir, wenn das Mausrad gedreht wird. Möchten wir aber, dass die Kamera zoomt, entweder einen höher aufgelösten Bildausschnitt liefert oder mit einem realen Zoom-Objektiv, dann müssen wir den Plus-Slider drücken und halten, bis dieser blinkt. Verändern wir nun dessen Position oder drehen am Mausrad, dann sendet die Kamera ein Bild mit höherer Zoomstufe. Ein gegebenenfalls vorhandener Schwenkneigekopf wird dann auch entweder durch den virtuellen Joystick am oberen rechten Bildrand, durch Ziehen mit der Maus im Bild oder durch einen realen Joystick gesteuert. Die Kamera-Zoom-Funktion können wir wieder durch einen Langklick auf den Zoom-Slider beenden. Der Slider mit dem Kreissymbol ist für die Bildentzerrung zuständig. Die Entzerrung wird nur bei hemisphärischen Kameras benötigt, die so eingestellt sind, dass sie ein rundes Vollbild liefern. Damit kann MXMC dieses Bild in ein korrigiertes Bild, Quadrat, Panoramabild, Rechteck, Surroundbild, Doppelpanoramabild oder Panoramafokus umwandeln. Mit der letzten Option können wir die Entzerrung anpassen, das heißt per Joystick steuern, wo wir Beugungen im Bild vermeiden wollen. Im Fokusfenster werden weiterhin Befehlsschaltflächen für Funktionen der aktuellen Kamera am unteren Bildrand eingeblendet. Zum Hören oder Sprechen haben wir den Telefonhörer. Licht schalten, Tür öffnen oder Temperatur messen können wir mit den anderen Tasten. Zusätzlich sind am unteren Bildrand des Programmes weitere Befehlsschaltflächen vorhanden. Diese Schaltflächen sind unterschiedlichen Kameras fest zugewiesen, unabhängig davon, welche Kamera gerade im Fokusfenster angezeigt wird. Sie ermöglichen damit typische Grundfunktionen wie zum Beispiel Schranke öffnen oder Außenbeleuchtung einschalten. Dieselbe Taste kann dabei mehreren Kameras gleichzeitig zugeordnet sein. Beispielsweise könnten wir durch Anklicken des Lichttasters die Beleuchtung mehrerer Kameras mit einem Klick einschalten. Des Weiteren finden wir hier eine Taste, mit der der Sequenzermodus aktiviert und konfiguriert werden kann. Wenn aktiviert, dann wechselt das Fokusfenster sequenziell zwischen den Kameras aus dieser Gruppe. Ein Schnappschuss aller Kameras können wir mit dieser Taste anfertigen. Wurden weitere Funktionen vom Systemintegrator konfiguriert, können zusätzliche Tasten vorhanden sein.